Tja, ich freue mich erstmal ganz, ganz doll, dass ihr so zahlreich am Sonntagmorgen hier erschienen seid. Toll, Dankeschön, große Ehre. Und ich hoffe, dass ich euer Kommen ein bisschen rechtfertigen kann durch die Dinge, die ich mit euch teilen möchte. Weil es sind für mich sehr wichtige Dinge, sehr kollektiv wirksame Dinge, aber auch wahnsinnig intime Dinge. Für die, die mich nicht kennen, du hast mich ja schon mal vorgestellt, vielen Dank, ich bin Andreas Krüger, bin 68 Jahre und bin seit 40 Jahren Heilpraktiker. Und seit, wann hat unsere Schule angefangen, Arne? 38 Jahre? 84. Und seit 38 Jahren an der Samuel-Hahnemann-Schule tätig. Erst ein paar Jahre als stellvertretender Schulleiter, dann als Schulleiter und Dozent an der Samuel-Hahnemann-Schule, aber auch seminaristisch. Immer wieder überall in den letzten 40 Jahren für mehrere heilkundliche Formate unterwegs. Vor 3 Jahren habe ich meinen letzten Hamburger Vortrag gehalten. Das waren ja auch die letzten Hamburger Heilpraktikertage. Danach kam ja die Tragödie Corona und alles, was danach immer noch kommt an Furchtbarkeiten. Und damals habe ich, und es war nicht gelogen und es war auch nicht hysterisch, es war eine klare subjektive Empfindung, gesagt, ich bin der glücklichste Mensch, den ich kenne. Und ich platze fast vor Glück. Warum muss ich davon so viel teilen? Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich bin so glücklich und ich habe so viel Glück in mir. Ich muss einfach unterrichten, ich muss einfach heilen. Sonst platze ich. Ich hatte richtig manchmal das Gefühl, ich platze vor Glück. Und es war so. Über 20 Jahre war das so. Manche dachten irgendwie, ich bin dann narzisstischer Aufschneider, weil ich das immer gesagt habe, ich bin der glücklichste 64-Jährige, den ich kenne. Aber es war subjektiv mein Empfinden. Und ich konnte es auch belegen, warum das so ist. Ich mache seit 40 Jahren Therapie. Ich bin der meisttherapierteste Mensch, den ich kenne. Nicht der besttherapierteste, das will ich nicht sagen. Manche von euch machen seit 40 Jahren jeden Tag eine halbe Stunde Yoga und die sind wahrscheinlich besser therapiert wie ich, der ich in diesen 40 Jahren irgendwie 50 verschiedene Formate ausprobiert habe. Zwar primär auch immer Homöopathie, aber sonst habe ich so irgendwie alles probiert irgendwann mal, was es auf dem Markt gibt. Darum kenne ich das auch alles. Viele Homöopathen kennen ja nur ihre Homöopathie und sonst nichts. Haben ja dann auch oft so ein bisschen so einen hochmütigen Touch. Alles andere ist ja eigentlich Allopathie außer Homöopathie. Aber das kann ich einfach nicht so sagen, weil ich eben auch selbst erlebt habe, wie toll chinesische Medizin wirkt. Ich habe selbst erlebt, wie toll irgendwie Osteopathie und Kraniotherapie wirkt. Ich habe ganz viel erlebt, wie toll Psychotherapien wirkt. Ich bin eigentlich auch seit 40 Jahren irgendwie immer in psychotherapeutischer, sprich Coaching-Behandlung, weil ich immer das Gefühl hatte, das gehört eigentlich zu einem Therapeuten, dass er in seinem Prozess ist, wenn er Menschen helfen will, in ihren Prozessen voranzukommen. Ja. Und dann kam, ja, und ich nenne es wirklich eine Katastrophe, die Covid-Katastrophe. Und die hält für mich bis heute an. Der Krieg ist für mich einfach eine Fortführung dieses energetischen Prozesses. Von wem der auch immer initiiert worden ist, ich will mich nicht in Verschwörungstheorien hier baden. Ich möchte eigentlich nur zu meiner Verschwörungstheorie, die Anthroposophie heißt, ein Wort geben. Wer sich dafür interessiert, wie ich das sehe und wie ich diese Hintergründe sehe, dem empfehle ich von Bernhard Liewegut, einer unserer Uralt-Anthroposophen, das Buch über die Errettung der Seele, wo er einfach beschreibt, was für Kräfte im Augenblick hier in diesem Weltgeschehen wirken und was diese Kräfte für Anliegen haben, was diese Kräfte erreichen wollen. Meine spirituellen Lehrer haben ganz Ähnliches gesagt und sie haben gesagt,
Der Hauptpunkt, den Corona in diese Welt bringen sollte, und da waren diese Kräfte sehr erfolgreich, ist die Zwietracht. Ist die Zwietracht und die Solidarität. Die wollten diese Kräfte schreddern und sie haben es zum großen Teil geschafft. Wir hatten im Herbst oder im Winter vor Corona einen unserer großen Schamanentage, 120 Leute in der Samuel-Hahnemann-Schule. Heute würde man sagen Superspreader. Wir haben uns mit Liebe super gespreadert. Also es war immer wieder so, wenn die Leute bei uns waren und die haben ja jetzt wunderbare große Räume. Arne hat uns ja eine ganz tolle neue Schule gesucht. Industrial Design so ein bisschen. Nicht mehr so im Kiez wie unsere alte Schule. Also ich habe nicht mehr 10 Cafés zur Auswahl. Ich habe eine Currywurstbude um die Ecke. Sonst ist irgendwie, ja gut, das Kaffee von der Ufer ist in der Nähe. Aber die haben große Räume. Und wenn die richtig voll waren, 100, 120 Leute, dann, ja, dann war das wahnsinnig infektiös. Mit dem Samuel-Hahnemann-Schule Liebes- und Wertschätzungsvirus, wie ich immer sage. Kommt her, lasst euch anstecken. Ja, dieser neue Virus oder das, wofür ihr stand oder das, wofür die Kräfte stehen, die hinter ihm stehen, den habe ich gesundheitlich gar nicht so als Bedrohung erlebt. Also ich habe viele, viele Menschen begleitet, die Covid hatten. Das ging in meiner Praxis relativ unproblematisch. Ich habe inzwischen viele Menschen behandelt mit Long-Covid. Das ist problematischer. Das ist Tatsache, muss ich ehrlich sagen. Aber auch da kann ich helfen, wobei meine Patienten, die in der Covid-Krise homöopathische Mittel genommen haben, so wahr ich hier sitze, bis jetzt noch kein Long-Covid entwickelt. Aber ich habe Leute erlebt, die keine homöopathische oder keine naturerkundliche Begleitung gemacht haben und die sind richtig, richtig schwer krank geworden und Monate danach noch, wie ich es mit anderen Krankheiten in meiner Praxis in 40 Jahren noch nicht erlebt habe. Aber wie schon gesagt, alles, was ich hier sage und darum kotau vor allen Lykopodianern, die sich eher fürs Recht haben als für die Liebe entscheiden, ich spreche immer hier nur von meinen Erfahrungen. Und wenn ihr andere Erfahrungen habt, dann ehre ich die genauso. Das ist ja das Problem dieses Virus gewesen, dass wir uns mit einmal gegenseitig die Redlichkeit abgesprochen haben. Das war für mich wirklich mit das Schlimmste. Es sind zwei Menschen, die haben unterschiedliche Meinungen. Okay, darf doch sein. Das ist doch eine Disputationskultur. Was habe ich Seminare gemacht für gewaltfreie Kommunikation bis zum Abwinken? Ich habe das Gefühl gehabt, während dieser Covid-Tragödie, manchmal, gebe ich ehrlich zu, da habe ich dann Aurum gekriegt, mein Lebenswerk ist geschreddert. Weil ich habe mein Leben dafür gekämpft, dass Menschen disputieren in hoher Wertschätzung, in hoher Liebe und dass man sich austauscht und dass unterschiedliche Meinungen durchaus tragbar sind. Ich bin da das beste Beispiel, sind ja mal die Krüger-Brüder. Wir haben durchaus unterschiedliche philosophische Grundeinstellungen und wir haben beide nicht immer alles mit dem zu tun, was auch der andere macht, aber trotzdem, und da sind wir unseren Schülern wahrscheinlich auch ein Beispiel, können wir das in hoher Wertschätzung so stehen lassen und würden uns auch immer beistehen, wenn der eine in seiner Meinung angegriffen wird. Und das muss ich wirklich sagen, hat dieser Virus geschafft. Er hat unbeschreiblich stark Zwietracht gesät. Ich habe da im ersten halben Jahr, als ich noch die Kraft hatte, ziemlich dagegen angepredigt, habe fast jeden zweiten Tag ein Video gemacht, Worte wieder der Zwietracht und habe versucht, die Leute zu erinnern, hallo, ihr habt euch doch noch vor einem halben Jahr alles gut verstanden, wir haben doch alle an diesem Tisch gesessen, haben gefeiert und waren erfüllt, unsere Geister, unsere Liebe, unsere Magie, wo ist denn das alles geblieben? Von diesen 100 Leuten sprechen bis heute die Hälfte nicht mehr miteinander. Die haben sich um diesen Virus, um Maßnahmen ja, Maßnahmen nein, so zerstritten, die haben sich so verletzt teilweise, dass man fast so eine Friedenskommission manchmal, denke ich, einführen müsste, um die wieder zusammenzubringen, so wie das, die das damals in Südafrika gemacht haben.
Oder die Leute von der gewaltfreien Kommunikation versuchen das ja auch in Palästina zu machen, in Israel-Palästina. Und ich habe es auch geschafft, manche Menschen wieder in Kontakt miteinander zu bringen, aber ja, manche haben sich so verletzt, haben sich so, auch diese furchtbare Unterstellung, wenn du das nicht so siehst wie ich, dann schläfst du ja nur. Denn bist du ja hypnotisiert, du bist ja gar nicht deiner selbst. Das war ja einer der Lieblingsangriffe von beiden Seiten, beide Seiten. Ob Maßnahmenbefürworter, Maßnahmengegner, man hat sich unterstellt, du bist nur noch Lakai einer faschistischen Corona-Diktatur oder du bist doch sowieso irgendwie verschwörungstheoretisch nur manipuliert und so weiter und so fort. Und da sind wir zum Beispiel beim Leitsymptom von Bryonia. Weil Bryonia ist für mich das wichtigste Mittel für den, na mindestens akuten Covid-Geist. Für den chronischen Covid-Geist habe ich eher gute Erfahrungen gemacht mit Luisinum, weil das Zerstörerische ist für mich total luetisch. Auch wenn es bei manchen sehr schlimm wurde mit den Intensivstationen. Intensivstation ist ja auch luetisch. Und wenn man später dann die chronischen Covid-Fälle behandelt, dann ist auch fast immer Luisinum mit in meiner Mischung. Also Luisinum Q3, Arsen Q1 und vielleicht noch Acidum Fos Q1 ist so eine typische Long-Covid-Mischung. Ich arbeite ja primär mit Kombinationen, meistens von drei Mitteln, nach Ewald Stötteler. Angeblich hat Hahnemann in seinen letzten Jahren auch so gearbeitet. Gibt über die Stötteler-Arbeit einen ganz schönen Kurs bei Martin Bormart, Homöopathie und Symbol zu erwerben. Über die Arbeit mit mehreren Mitteln gleichzeitig. Ja, aber ich möchte heute über Bryonia und eher über das akute Phänomen Covid sprechen. Eher auch auf einer seelischen Ebene als auf einer Symptomebene. Dass Bryonia 90% der akuten Covid-Symptome deckt. Vom Husten her bis zur Fiebrigkeit und so weiter und so fort. Das haben andere vor mir lange entdeckt. Die Inder haben gesagt, Bryonia, Arsen, das haben die auf der Straße verteilt. Und ich kenne auch Leute, auch wenn ich das nicht so mache, die das einfach prophylaktisch genommen haben. Ich kenne Leute, die haben im ersten halben Jahr einfach einmal in der Woche eine Bryonia C30 genommen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, mache ich anders. Ich beuge anders vor. Aber im akuten Fall würde ich mal sagen, 80% meiner Patienten Bryonia Gelsemium. Und dann noch ein paar Arsen, ein paar Phosphor. Aber Bryonia war wirklich das große Ding. Ja, und Bryonia ist rechthaberisch. Ist ein ganz, 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 ganz rechthaberisches Mittel. Mindestens so rechthaberisch wie Lycopodium. Aber eben auf eine sehr, ja, ich sag mal, toxische Art und Weise. Lycopodium tut ja immer noch so ein bisschen, als ob er freundlich ist. Aber Bryonia ist in seinem kranken Zustand total unfreundlich, total rechthaberisch und unfähig, sich auch nur einen Zentimeter weit zu bewegen. Bewegung schlechter. Es gibt so einen schönen Satz von Rudolf Steiner, der hängt bei uns im Unterrichtsraum an dominierender Stelle, groß an der Wand. Und der heißt, ich mach mal frei, wirkliche Liebe und Freiheit entsteht nur dadurch, dass ich zutiefst versuche, den mir fremden Willen zu verstehen. Den mir fremden Willen zu verstehen. Dadurch entsteht Freiheit und Liebe. Das haben wir scheinbar vergessen. Na, ihr vielleicht jetzt nicht, aber in meinem Umfeld ist es scheinbar vergessen worden. Dieser Virusgeist oder Virusdämon hat es tatsächlich geschafft, die Menschen so zu infiltrieren, dass nur noch ihrs richtig war und nur noch ihre Meinung Bestand hatte und sonst war alles schlecht. Ich komme aus einer Gegend, wo es sehr viel Kleingärten gab. Und Bryonia ist für mich auch der klassische Kleingärtner, wobei es gibt ja inzwischen auch viele Hippies, die haben jetzt einen Kleingarten. Aber von früher kenne ich das, Zäune, absolut sauber, Schranken, Koloniewarte. Also es war, es hatte etwas von Südstaaten, von Alabama. Manche hatten sogar die Rebellenfahne im Vorgarten zu wehen. Ja, findet man eigentlich heute nur noch irgendwie
in Trumpland. Aber das hat sowas. Ich finde ja auch diese ganz, in Amerika finde ich auch so diese ganz konservativen alten Trumpisten. Make American Great Again. Das ist für mich auch Brionia. Und ich will mal ein bisschen von mir sprechen. Also ich habe das ja auch erlebt in diesen 2,5 Jahren der Covid-Tragödie, dass ich immer wieder in Zustände kam, in denen ich zusammengebrochen bin, weil ich diese Atmosphäre nicht ausgehalten habe. Ich meine, dieser Virus hat mir alles genommen, was mir wichtig war. Er hat mir 90% meines Lebens genommen. Er hat mir meine Hamburger Vorträge genommen. Das war für mich über, ach, wie lange, ich weiß gar nicht, wie her, also 10 war ich schon hier oder irgendwas. Also ich war bestimmt ein Dutzend Mal hier. Und da war immer Hamburg für mich so ein bisschen wie der seminaristische Jahresabschluss. Da gab es ja zwar ab und zu noch mal was in der Schule, aber Hamburg, hier bin ich hingekommen und habe auf ein Jahr zurückgeguckt und habe meine Vorträge auch meistens an den Erfahrungen dieses Jahres orientiert. Und da musste ich einfach sehen. Es waren zum Beispiel ja 90% meiner Live-Schule waren weg. Dank unseres Arnes, der ja innerhalb einer Woche unseren gesamten Unterricht auf Zoom umgestellt hat. Also zu uns sind inzwischen Leute gekommen an die Schule per Zoom, die nie live hätten da sein können, weil sie gar nicht weggekommen wären aus ihrem Pusemuckel. Und die können jetzt alle bei uns die Ausbildung machen. Wir machen ja ausschließlich Hybridunterricht. Aber es war furchtbar für mich, weil mir fehlten die Menschen. Mir fehlten die Menschen, weil ich hatte bis Corona meinen Halt in meinen Kreisen. Also rein krügerisch würden wir hier in einem Kreis sitzen. Und wir würden mindestens den Unterricht beenden, indem wir uns an den Händen fassen. Durften wir ja auch nicht unter Corona. In vielen Kirchen ist dann auch dieser Friedensgruß ausgefallen. Und alle, die sich sowieso nicht gerne anfassen, die fanden es natürlich klasse. Endlich muss ich nicht alle Leute umarmen. Endlich muss ich nicht alle Leute angrabbeln. Endlich muss ich mich nicht von allen anhusten lassen, die schweige denn küssen lassen. Ganz schrecklich. Alles Dinge, die Brionia hasst. Anfassen, Kreiskultur, abschnuckeln, alles will Brionia überhaupt nicht. Schwitzhütten, ja. Schwitzhütten. Ey Mann, Superspreader. Mit 30 Leuten in der Hütte. Und einem guten Feuermann. Und gute Lieder. Da. Unmöglich. Unmöglich. Also man hat, oder Brionia hat mir meine Kreise genommen. Also früher stand ich mindestens 5-mal in der Woche in diesem Kreis und habe immer wieder diesen schönen Satz gesagt, den wir von unserer hochverehrten Kollegin Beate Latour gekriegt haben. Im Kreis ist alles gehalten. Im Kreis ist alles geheilt und das 3-mal. Oh. Und ich konnte immer sagen, selbst wenn es mir mal als glücklichster Mensch Mitteleuropas mal einen Tag nicht so gut ging, kam auch manchmal vor. Beziehungsstress oder. Dann war doch der Kreis immer etwas, was mir total gut tat. Möchte ich euch was zu empfehlen? Diese Kreiskultur ist wirklich eine kollektive Therapie. Und es gibt einen ganz wunderbaren Lehrer von mir, der heißt Manin Tongkwat, ein Indianer, der diese Kreiskultur in alle Ecken der Welt gebracht hat. Und die gesagt hat, nur Kreise werden überleben. Wir müssen Kreise bilden. Überall müssen wir diese Kreise bilden, wo wir exquisit zuhören. Exquisites Zuhören ist, du hast den Redestab, du redest. Und ich denke aber nicht die ganze Zeit darüber nach, wie ich dir antworte oder wie ich dir beweise, dass du Unrecht hast. Sondern ich öffne einfach mein Herz, egal was du für einen Quark erzählst. Ich öffne einfach mein Herz und höre dir zu und nach Rudolf Steiner, so unterschiedlich dein Wille ist mit meinem. Ich versuche ihn zu verstehen. Und wenn ich ihn nicht verstehe, was ja auch gar nicht mehr passiert ist unter Corona, man hat ja nicht gefragt, warum bist du denn so radikal gegens Impfen? Und warum sagst du denn, alle Menschen, die impfen, werden innerhalb eines Jahres sterben? Gab es echt Leute, die ich kenne, die das gesagt haben. Oder du wirst dein Leben lang spirituell nicht mehr ansprechbar sein. Irgendwie sowas. Und da fragt man ja eigentlich in einer gesunden Kreiskultur, warum ist denn das so? Ich will dich verstehen. Sowas nennen wir aristotelisches Fragen. Wenn jemand etwas erzählt, jemand sagt zu euch, ihr du Arschloch,
dann haust du ihm nicht gleich auf die Mütze, sondern dann hältst du kurz inne, auch wenn es schwerfällt, und fragst, warum musst du denn das jetzt zu mir sagen? Ich würde es gerne verstehen. Habe ich irgendwas? Ist nicht schlimm. Alles gut. Schön, dass ihr trotzdem noch kommt. Ganz toll. Ja, das war weg. Live-Unterricht war weg. Seminare waren weg. Praxis ging toi 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 weiterhin gut. Aber ja, ich kann wirklich sagen, ich habe 90% all dessen verloren, mindestens in der ersten Zeit, jetzt kommt es ja langsam wieder zurück, was mein Leben ausmachte. Und dann bin ich bestimmt 4-5 Mal in so einen Bryonia-Zustand gekommen, wobei chronisch ist bei mir noch viel anderes zu erarbeiten. Aber, und der war, ich hatte das Gefühl, ich bewege mich jetzt überhaupt nicht, wenn ich in diesem Bryonia-Zustand ist. Ich bewege mich nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin sonst sehr beweglich. Ich war mit 65 noch ein Springensfeld. Aber mit Corona-Geist, ich sitze auf der Couch und muss mich überwinden, duschen zu gehen. Ich bin sonst ein leidenschaftlicher Duscher. Wobei jetzt ist es ja auch nicht mehr PC, jetzt müssen wir alle einen Waschlappen benutzen, aber damals durften wir ja noch duschen. Nee, damals durften wir noch warm. Damals durften wir noch warm. Das ist denn, da hat denn der Dämon eins raufgesetzt. Jetzt darfst du nur noch kalt. Und ich sitze dann da und ich muss mich überwinden, duschen zu gehen. Also am liebsten würde ich nur da sitzen. Und die einzige Bewegung, die ich mache, ist, dass ich mein Handy bediene, um irgendwie im Kontakt zu bleiben mit der Welt. Also meine Frau hat mich echt kritisiert und da hat sie auch echt recht. Ich habe, wenn ich in diesen Bryonia-Zuständen bin, ist wirklich die einzige Bewegung, die ich noch gut kann, die Bewegung des Daumens. Weil mir ist natürlich Kontakt wichtig. Mir ist echt Kontakt wichtig. Für mich, ich bin so ein Kontakt-Junkie eigentlich. Und das war ja, alle waren weg, man durfte kein Treffen, man durfte kein Umarmen, keine Kreise, kein Schamanismus. Über ein Jahr ist Schamanismus ausgefallen und das ist für mich ja der Höhepunkt der Zärtlichkeit. Ich mache Homöopathie, weil sie so toll wirkt, aber meine zwischenmenschlichen Energien, die hole ich aus dem Schamanismus, die hole ich aus der Leibarbeit. Keine Leibarbeit mehr, das muss man sich mal vorstellen. Unsere Schüler haben gesagt, wir leben, weil wir leiben. Und wenn ich in so einem Bryonia-Zustand war, war zum Glück nur 4-6 Mal in diesen 2,5 Jahren und da hat mich der Bryonia auch immer wieder innerhalb von Stunden wieder rausgeholt. Aber da war Anfassen unvorstellbar. Ich fasse doch keinen an. Ich will auch gar nicht angefasst werden. Dann müsste ich mich ja bewegen. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe, und das habe ich auch bei meinen Patienten teilweise erlebt, eine totale Isolation. Leitsymptom Klopapierhorten. Ihr lacht. Könnt ihr euch, also denen, die dieses Klopapier gehortet haben, und sich nicht mehr um den Scheiß der anderen kümmern wollten, nur noch um ihren. Das ist ein Leitsymptom von Bryonia. Jetzt sind es die Leute, die den halben Keller irgendwie voll Mineralwasser haben. Und voll Büchsen mit Bohnen. Da ich jetzt schon eine ganze Zeit lang kein Bryonia mehr brauchte, habe ich einfach diese Vorratshaltung verweigert. Ich verweigere den Gedanken, dass das alles so schlimm wird, dass ich irgendwie Bohnen aus der Büchse essen muss. Ja? Das habe ich einmal gemacht als Hippie, als ich durch Schweden gereist bin. Da habe ich kalte Köttebutter aus der Büchse gegessen. Ja, ja, du, ist so. Bei bestimmten Drogen merkst du ja nicht mehr, dass das irgendwie nicht so gut ist. Unter Psycholyse isst man auch Köttebutter kalt. Was war mein letztes Wort? Köttebutter. Wo war ich vor Köttebutter? Klopapier. Also dieses Horten ist ein Leitsymptom von Bryonia. Ich habe das ja noch nie so erlebt. Noch nie so erlebt. Wir hatten ja mal so einen bryonischen Bundeskanzler, der mit der dicken Zigarre, wie hieß der denn, Arne? Ludwig Erhard. Der war Bryonia 100.000. Der hat ja auch immer gesagt, nur keine Veränderung, nur keine Veränderung. Bryonia will keine Veränderung. Es soll alles bleiben, wie es ist. Weil Bewegung bedroht, Bewegung bedroht. Also ich habe mich an die Maßnahmen gehalten. Ich wollte auch niemanden schockieren. Ich finde Maske auch ganz schwierig, aber okay.
ich setze auch im Zug noch auf, ist okay, kann ich mit leben. Aber ich habe teilweise ja erlebt beim an der Kasse, wenn ich aus Versehen mal weniger wie 1,50 weg war, wie sich die Leute umgedreht haben und das, was ich von ihrem Gesicht noch gesehen habe, war teilweise hasserfüllt. Andererseits weiß ich, dass Hass und Zorn kein Primärgefühl ist. Es ist immer ein Sekundärgefühl. Und es ist immer die Kompensation von tiefer Angst. Also ich glaube, unser Volk, na, ich weiß nicht, wie es im Krieg war, aber seitdem ich lebe, habe ich dieses Volk noch nie so ängstlich erlebt, wie unter dem Einfluss des Corona-Dämons. So ängstlich, so haltlos. Und ich meine, eigentlich müsste das ja sein, ey Mann, dann machen wir unseren Kreis per Zoom. Wir stellen uns jetzt einfach das vor. Geht auch per Vorstellung, auch wenn es schwerfällt. Aber nein, Bryonia geht immer mehr in sich hinein. Bryonia kapselt sich immer mehr ab. Bryonia will immer mehr Recht haben. Bryonia geht überhaupt nicht mehr in die Konfrontation. Und Leitsymptom, merkt euch das. Ich sage immer meinen Schülern, das ist bei uns so eine didaktische Größe, die Krüger-10. Das sind von jedem Mittel 10, die 10 wichtigsten Symptome. Ich sag, die müsst ihr haben. Die könnt ihr euch sogar kinesiologisch einklopfen. Man kann so da sitzen und man kann sagen, Bryonia, Bewegung schlechter. Gespeichert, gezündet, Y, korrigiere. Bryonia, rechthaberisch. Gespeichert, gezündet, Y, korrigiere. Wir nennen das Atta-Lernen, weil wir haben ja in der Homöopathie, an der Samuel-Hahnemann-Schule außer Homöopathie auch ein eigenes psychotherapeutisches Verfahren entwickelt, die Atta-Arbeit, wo wir ganz viel mit solchen Klopfungen und Reibungen arbeiten. Und diese 10 Symptome kann man sich regelrecht einklopfen. Ich werde euch diese 10 Symptome auch nachher nochmal zusammenfassend erwähnen. Ich bin auf Bryonia gestoßen, einmal durch meine eigenen Zustände, wo meine Therapeuten sofort erkannt haben, das bist du nicht. Das bist du nicht. Das ist wirklich etwas Überpersönliches. So eine Viruserkrankung, besonders wenn man sie auch spirituell sieht, ist ja etwas völlig Überpersönliches. Da ergreift uns ja ein Wesen. Da ergreift uns ein Wesen. Ich bin am letzten Wochenende, vor dem Lockdown, ab Montag war Lockdown, habe ich eines der schönsten Seminare meines Lebens gemacht. Auch seitdem nie mehr. Wasserleib. Ich gehe mit den Leuten in warme Becken und wir machen in warmen Becken Wasserleib. Das sieht so ein bisschen aus wie Shiatsu im Wasser, wobei in einer Leibtherapie, das geht ja konzeptlos. Wir hören auf den Ruf des Leibes und dementsprechend berühren wir. Es war ein wunderbares Seminar. Und dann bin ich Sonntagabend Richtung Berlin gefahren und ich hatte das Gefühl, die Welt ist anders. Ich habe richtig gespürt, die Welt ist anders. Ich habe diesen Geist gespürt. Und ich glaube sogar, dass mir auf der Hinfahrt, weil zurück sind wir mit einer Freundin, die fahren mit dem Auto hin, bin ich im Zug gefahren, das war in Schleswig-Holstein, das Zentrum, wo ich diese Arbeiten gemacht habe. Da saß ich im Zug, der Zug war voll und mir gegenüber saß ein Offizier. Netter Mann, hab nichts gegen Offiziere. Und wir lächelten uns die ganze Zeit so an. Ich dachte, spreche ich den mal an, warum ist der so freundlich? Und habe ich aber nicht gemacht. Und der stieg dann, ich bin dann noch weitergefahren Richtung Kiel, der stieg dann hier in Hamburg aus, stand auf und sagte zu mir, und ich weiß nicht warum, meine spirituelle Lehrerin hat gesagt, war ein Engel. Ein Engel in Offiziersuniform gibt es ja auch. Und dann sagte der zu mir, und ab Montag wird diese Welt nie mehr so sein, wie sie jetzt ist. Ich dachte, was meint der denn? Ey Mann, bisschen negativ drauf, aber denk doch mal was Positives. Aber bis jetzt hat er recht. Diese Welt ist nie mehr so geworden, wie sie war. Und Bryonia ist darüber im Krankenzustand gar nicht unglücklich. Weil endlich herrscht hier Ordnung. Endlich ist dieses ganze phosphorische Rumgefummle vorbei. Und das merkst du auch bei Leuten, bei denen früher Umarmung völlig normal war. Ja? Da gab es, ich habe dann immer gefragt, wie möchtest du denn, dass ich dir begegne? Ich möchte mich wirklich auch nach dir richten. Darf ich dich noch umarmen oder geht das alles gar nicht mehr?
Ja. Ich habe dann natürlich mit großer Freude gemerkt, dass in vielen Ecken dieser Welt die Erfahrung gemacht wird mit Bryonia, weil ich bin ja tatsächlich der tiefen Überzeugung, dass wir mit Homöopathie sehr politisch wirken, wenn auch vielleicht nicht parteipolitisch, aber wir haben mit unseren Mitteln Zugriff zu kollektiven Energien. Mein spiritueller Lehrer, Rabbi Salman Shalomi Schachter, hat zu mir mal gesagt, Jüngelchen, die Rettung der Welt ist nur noch eine alchemistische. Das hat er aber vor 30 Jahren gesagt. Also ich glaube, die Rettung vor diesem Dämon, vor dieser Krise, Corona-Krieg, ist wirklich bei aller Wichtigkeit auch politisch zu handeln, aber in ihrem Kern eine alchemistische. Ich glaube, Bryonia wäre es wert, wirklich kollektiv angewandt zu werden. Andererseits soll man natürlich keine Leute zwangsbehandeln, ist klar. Ne? Und auch Bryonia nicht einfach ins Wasser kippen der Stadtversorgung. Es wäre auch nicht in Ordnung, macht schlechtes Karma. Aber indem wir diesen Geist in uns heilen, indem wir diesen Geist in uns wieder in Liebe, Zuversicht und Wertschätzung verwandeln, wirken wir ja auf die kollektiven Felder. Also guckt selbst, wenn ihr euch heute irgendwie hier wiedererkennt, ob ihr nicht vielleicht selbst mal Bryonia nehmt und euch einfach mal wieder vorstellt, im Kreis ist alles gehalten. Bryonia hält sich an seinem Konto fest, hält sich an seinen Finanzen fest, guckt fünfmal täglich, wie ist der Aktienstand. Was ja viele Leute hatten, auch mit Recht teilweise. Bryonia ist das wichtigste Mittel für Angst vor Armut. Dede aurum Zurinum. Aber Bryonia hat ganz stark diese Angst vor Armut. Und ich meine, wie viele Betriebe sind ja auch real insolvenz gegangen? Wie viele Künstler sind jetzt irgendwie Busfahrer, wenn sie das dann noch geschafft haben? Wir haben ja einen unbeschreiblichen Anstieg an Armut. Und auch hier, wenn ich denn dieses Bryonia gekriegt habe, ich habe meistens immer nur eine C30 gekriegt, dann habe ich gemerkt, wie ich aus dieser Erstarrung etwas raustreten konnte. Wie ich auch nicht ständig irgendwie Angst hatte, ich verarme jetzt, die Schule geht pleite oder. Und ich bekam wieder durch Bryonia einen Kontakt zu dem Teil von mir, ein Lehrer hat mal zu mir gesagt, der Teil, der untrennbar ist, weil er die Vorstellung von Trennung aufgegeben hat. Wenn du die Vorstellung von Trennung aufgibst, bist du auch nicht mehr verlassbar. Weil was soll verlassen, wenn es das Du eigentlich gar nicht gibt, sondern wenn ich mit dir eigentlich, du bist mich, hat einer meiner alten Advaita-Lehrer immer gesagt, du bist mich. Also Bryonia sollte wieder zu einem Du bist mich kommen und nicht zu einem Du bist extern und bedrohlich. Bryonia erlebt weltbedrohlich. Und es haben einfach in dieser Krise bis heute ganz viele Leute getan, die Welt als bedrohlich erleben. Auch viele Menschen, die Maßnahmen kritisch waren, ich war auch bei vielen Maßnahmen kritisch, haben im Grunde ja totale Angst gehabt, dass sie jetzt in einer Diktatur leben. Also ich habe zum Glück eine Menge Leute, die kommen aus der ehemaligen DDR. Und ich muss wirklich sagen, wenn die denn diese Sprüche gehört haben, wir leben jetzt hier in einer Diktatur, dann haben die gesagt, die hätten mal ein Jahr lang bei uns leben sollen. Dann würden sie so einen Schwachsinn nicht sagen. Dann würden sie einfach so einen Schwachsinn nicht sagen. Auch wenn viel bei diesen Maßnahmen vielleicht nicht okay war, weiß man alles nicht. Ich habe da zu wenig Ahnung von. Aber ich lebe nicht in einer Diktatur. Weil wenn ich in einer Diktatur leben würde, wären mindestens die Hälfte von euch informelle Mitarbeiter, die alles gleich mitschreiben und morgen ihren Führungsoffizier melden. Aber es würde kein Andreas Krüger mehr geben in der Öffentlichkeit. Ich hätte in der DDR im Knast gesessen. Das weiß ich. Apropos, um Bryonia noch mal schön zu verstehen. Es gab gestern Abend einen Fernsehfilm, den habe ich zum Teil gesehen, bevor ich eingeschlafen bin, über das Ehepaar Honecker. Ganz schön. Honecker und der Pfarrer hieß es, glaube ich. Ist noch bei Dreisat in der Mediathek, kann ich euch wirklich empfehlen, wo ein
Pfarrer aus Brandenburg das Ehepaar Honecker aufnahm aus christlicher Nächstenliebe. Ja. Ganz, ganz, ganz schön. Und wo man so ein bisschen mitkriegt, ja, was war da für eine Energie? Was war da für eine Energie? Und ich kannte diese Energie. Ich war ja öfter immer mal in der DDR. Und es war so nicht. Brionia hat eine Tendenz zu autoritären Regimen. Brionia möchte eine starke Hand, die ihn schützt, soweit er überhaupt von Fremden schützbar ist. Ich habe in diesen Skripten, die ihr euch alle die nächsten Tage bei eurem Verein hier in Hamburg abrufen könnt, ihr müsst mich nicht persönlich anschreiben, ihr könnt da hinschreiben und an diesen Verband, sagst du noch mal kurz eure... Genau, die Adresse ist info@norddeutscherheilpraktikerkongress.de. Also Norddeutscher Heilpraktikerkongress ist ein Wort. info@norddeutscherheilpraktikerkongress.de. Genau. Dann kriegt ihr eine riesige Sammlung von Links und Covid-Vorbeugung und Long-Covid und die Psychogenese von Covid. Alles, was ich in diesen 2,5 Jahren erarbeitet habe, habe ich da in so ein Skript zusammengepackt und das könnt ihr euch bei eurem Verband abrufen. Wer damit riesige Schwierigkeiten hat, könnte mir auch selbst eine Mail schreiben. Bloß ich wäre einfach von 2,5 Mails oder überfordert. Also bitte macht es mit dem Verband. Und da werdet ihr, und das finde ich so besonders schön, einen Artikel finden von einem anthroposophischen Arzt, der hat ein Altenheim geleitet. Es gibt ja mehrere anthroposophische Altenheime, wo auch Nicht-Anthroposophen hin können. Und der erzählte, dass er erlebt hatte, dass bei einem anderen Altenheim, ein paar Kilometer weiter weg, ein riesen Covid-Ausbruch war und irgendwie ganz viele Todesfälle. Ganz viele Todesfälle. Gab es ja zum Anfang. Viele Todesfälle im Altenheim. Und dann hat er gesagt, oh mein Gott, das möchte ich aber hier bei mir nicht. Dann hat er sich mal hingesetzt und hat alles aufgeschrieben und alles studiert, was er in seiner anthroposophischen Literatur gefunden hat zu den Symptomen, die der Covid-Geist bei vielen Menschen hervorruft. Und dann ist er relativ schnell darauf gekommen, dass das alles Brionia ist. Zeitgleich irgendwie mit mir. Und dann hat er, da er nicht mit Einzelmitteln arbeitet als anthroposophischer Arzt oder wenig, geguckt, welches Präparat gibt es denn da, was dieses Brionia abdeckt, vielleicht noch begleitet von einem anderen Präparat, vielleicht noch von einem Metall begleitet. Und da ist er auf ein Präparat von der Firma Wala gestoßen, was er dann allen seinen Insassen prophylaktisch gegeben hat. Einmal täglich 3 Kügelchen. Das heißt Brionia Stannum. Zinn. Brionia Stannum. Und wenn ihr jetzt von Leuten gefragt werdet, und das bin ich ja ganz oft gefragt worden, ja, was können wir denn machen, um unser Immunsystem zu boostern? Dann habe ich viele, viele Sachen empfohlen. Meistens wird es ja bei uns durchgetestet, individueller Prophylaxeplan, kinesiologisch ausgetestet, dass man nicht alles probiert oder nicht irgendwas weglässt, was wichtig ist. Und dann hat er allen Leuten in seinem Heim Brionia Stannum gegeben. Und er hatte auch in seinem Heim Ausbrüche, die aber sehr dezent waren, so wie ich das normalerweise kenne. 3 Tage leichter Husten, leichtes Grippegefühl. Ab 4., 5. Tag wird es schon besser. Nach einer Woche ist man schon wieder ziemlich gut drauf. So hat er es in diesem Heim erlebt mit Brionia Stannum und er hat keinen Todesfall gehabt. Keinen einzigen Todesfall. Also wenn man sich das mal vorstellt, ich leide ja immer so ein bisschen, wenn es mir gut geht, nicht so doll, darunter, dass diese Gesellschaft auf so viel Gutes verzichtet, dadurch, dass sie Homöopathie und Naturheilkunde an sich so ächtet, so wegdrängt, gerade ganz stark. Und dann dachte ich immer, mein Gott, was hätten wir für Geld sparen können, auch volkswirtschaftlich, wenn wir einfach allen Leuten Brionia Stannum gegeben hätten. Wer keine Komplexe will, nimmt eben Brionia alleine. Oder selbst wenn sie alle Zystus-Tabletten gelutscht hätten, wäre es schon einfacher gewesen. Aber irgendwie geht es noch. 5 Minuten, ja.
Also wenn ich euch das mitgebe, Bryonia Stanum, dann war der Besuch heute das schon alles wert. Velida, Vala. Jetzt möchte ich nochmal, 5 Minuten habe ich noch, die Krüger 10 machen. Und da merkt euch einfach, ganz, ganz, ganz dick unterstrichen, Bewegung schlechter. Also, das kann man sich bei mir oft nicht vorstellen, aber das war so in diesen Bryonia-Zuständen. Schon alleine das Bewegen der Hand, um an den Telefonhörer zu kommen. Also das Einzige, was ich wirklich konnte, so sitzen, habe ich auch eine Nackenverspannung von gekriegt und tippen. Das war das Einzige, was noch ging. Aber teilweise in einer Sprechstunde, ich habe ja die ganze Zeit Sprechstunden gemacht, als mir auch in Zeiten, wo es mir nicht gut ging, nach hinten greifen, mein Repertorium zu holen. Das war schon zu viel. Darum denken wir auch bei Long-Covid an Bryonia, wenn Leute sagen, jede Bewegung ist mir zu viel. Habe ich ganz oft erlebt. Der konnte sich 4 Wochen fast überhaupt nicht mehr bewegen. Erzählen ja viele Leute, auch bei akuten Covid, dass eines der Hauptsymptome eine totale Schwäche ist, eine totale Apathie und, ich habe das hier genannt, Trägheit. Mein Bryonia-Zustand war trübe und träge. Trüb und träg. Oder eine trübe Trägheit. Mit allen Folgen davon. Ja, mit allen Folgen davon. Leichteste Bewegung und, jetzt sind wir wieder bei der Leibarbeit, schizoider Charakter nach Neumann, die Grundform der Angst. Heißt der Neumann? Grundform der Angst? Riemann, Entschuldigung. Ja. Riemann, nicht Neumann. Riemann. Schizoider Charakter findet ihr Bryonia in jedem Wort wieder. Total schizoid. Berührung schlechter merkt euch auch und ihr braucht absolute Ruhe. Absolute Ruhe. Also man konnte mich gar nicht ansprechen in diesen Zuständen. Und es ist ja irre, darum liebe ich die Homöopathie ja so. Ich bin ja zur Homöopathie gekommen, auch trotz meiner Liebe zu vielen anderen Verfahren. Ich war immer schon körpertherapeutisch unterwegs, habe gerne mit Akupunktur gearbeitet, aber ich hatte eine 20-jährige Migräne und da konnten mir diese Methoden alle nicht helfen und Homöopathie hat diese 20-jährige Migräne innerhalb von 24 Stunden geheilt. Glonuinum D8. Weg, seitdem nie mehr wiedergekommen. Und das habe ich auch mit Bryonia erlebt, dass es teilweise Stunden nur brauchte, bis ich denn da wieder raus war. Aber der Zustand selbst war schrecklich. Der Bryonia-Patient möchte nur Ruhe haben und er hat Abneigung gegen jegliche Form von Störung. Furcht vor Armut und dann eben auch Covid, Husten hart und trocken, wund und schmerzhaft bei Husten, hatten ungefähr 90% aller meiner Covid. Diesen trockenen, schmerzhaften Bryonia-Husten, der durch jede Bewegung, wenn sie denn überhaupt trotz Trägheit zustande kommt, verschlechtert. Und dann geht es ja noch weiter, akute Bronchopneumonie. Wobei ich wieder sagen muss, aber das ist nur meine Erfahrung, meine Patienten, die ich homöopathisch betreut habe, haben so etwas nicht gekriegt. Warum auch immer. Also habe ich habe bestimmt 150 Leute während Covid betreut. Jetzt, wie schon gesagt, viele mit Long-Covid. Aber wenn die in einer homöopathischen Begleitung waren, gab es diese Pneumonien einfach nicht. Habe ich einfach nicht erlebt. Ich spreche nur von mir. Was ihr euch nochmal merken könnt, jetzt überhaupt nichts mit Covid zu tun, aber auch wahnsinnig hilfreich, Appendizitis. Appendizitis ist im Grunde Bryonia eines der allerwichtigsten Mittel. Druck schlechter, Bewegung schlechter. Ein Lehrer von mir, der Gerhardus Lang aus Bollatmai, sagt, dass er 90% aller Appendiziden mit einer Mischung aus Bryonia und Belladonna geheilt hat, ohne OP. Weiß ich nicht, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, aber. Und was im Grunde ja auch viele Leute mit Covid assoziieren oder jetzt als Long-Covid haben, so eine Form von Gelenkrheumatismus. Auch mit den typischen Bryonia-Symptomen, Berührung schlechter, geringste
Also ich kann das immer nicht, wer das noch nie erlebt hat, ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen bis Covid. Ich hatte das noch nie erlebt. Du sitzt da und diese Bewegung ist fast unmöglich. Du willst dich dann auch nicht mehr treffen, du willst auch nicht mehr mit Leuten in Kontakt gehen. Ich muss aufhören, ich weiß. Ja. Kann die Natur da nicht was rausreißen? Wie bitte? Kann die Natur da nicht mal ein bisschen was gegensteuern? Die Natur? Ja, wenn man draußen auf der Bank sitzt oder was, wir hatten ja jetzt nicht nur Winter. Ja, ja, ich meine, wer das bis zur Bank schafft in diesem Zustand, das tut ihm bestimmt gut, ohne Frage. Aber mir hättest du das nicht sagen dürfen, wenn ich in diesem Zustand wäre. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ja. Ein Glück musst du dir auch nicht wollen. Merkst du ja mal, was ich gesagt habe, und wenn einer kommt, der dir das erzählt, gibt es Embryonen, ja, das reicht ja. Musst du dir auch nicht vorstellen. Ist so schrecklich, muss man sich auch nicht vorstellen. Ja, Bryonia. Vom ängstlichen Kleingärtner zum fröhlichen Indianer, der im Kreis steht und sagt, im Kreis ist alles gehalten, im Kreis ist alles geheilt. Du hattest noch eine Frage? Also Spitzhütten in die Schrebergärten stellen. Zum Beispiel, da passen die auch gut hin. Du hast vorhin gesagt, du hast dir das nicht geben lassen, also du hast es nicht selber genommen. Ich bin in homöopathischer Behandlung, ich behandle mich nie alleine. Das ist mir lieber, wenn ich das kriege. Nö, das kannst du als Kügelchen geben. Wenn du das prophylaktisch geben willst, einmal täglich 3 Kügelchen, wenn jemand in diesem Zustand ist, gebe ich das ob als anthroposophisches Medikament oder, oh, ich mache es ja meistens homöopathisch mit C30 oder Q1, gebe ich das stündlich, bis eine deutliche Besserung eintritt. In dem Sinne, lasst uns die Welt retten, lasst uns diesen Dämon vertreiben, lasst uns wieder Kreise bilden. Eine letzte Sache. Von Manin Tongkwat zu Kreisen gibt es einen wahnsinnig schönen Film, den guckt euch bitte, bitte an, der heißt The Circle Way. The Circle Way gebt ihr ein, einfach bei Wikipedia, kommt sofort. Toller Film über die Kreisarbeit. Ja, und ich hoffe vielleicht den einen oder anderen mal von euch in der Samuel-Hahnemann-Schule begrüßen zu dürfen. Wir fangen auch wieder mit Schamanismus an im nächsten Jahr. Und ich hoffe, mit euch dann mal in so einem Kreis zu stehen und gemeinsam zu sagen, im Kreis ist alles gehalten. Im Kreis ist alles geheilt. Zum Wohle der Welt. Ich danke euch für euer Hiersein. Ich danke euch für eure Inspiration. Ich danke euch für diesen ganz un-Bryonia-typischen vollen Raum. Aho.